So, da läuft man sich da verschieren, so sieht man gleich, was wir heute vorhaben. Und ich wollte euch ja noch ein bisschen im Dunkeln lassen. So, schauen wir mal, wie lange es heute dauert, bis mir wer entdeckt. Ich selber habe mich noch nicht entdeckt, weil ich muss ja parallel ein wenig mitschauen. Ich hoffe, dass es nicht an der schlechten Internetleitung liegt. Oh ja, es geht los. Hallo, grüß euch. Heute ganz ohne Werbung, gell? Ich glaube, die habe ich vergessen zum Einschalten. Ist aber auch nicht so schlecht. Ich frage gleich am Anfang, wie schaut es mit Bild und Ton aus? Kann man mich verstehen? Sieht man was? Außer, dass mein Papier schon ein wenig gescheckert ist heute. Alles super, sehr gut. Wir haben ja heute Carina Meyer Aktion Bastelkit Tag. Das heißt, heute ist der Tag der Tage, wo man das Bastelkit, das ich letztes Monat auf 40 Euro Bestellwert dazu gebucht habe, verbasteln werden. Mein Kabel baumelt heute. Gell? Schauen wir mal, ob es so besser wird. Bisserl. Kommt sicher wieder mal ins Bild. Aber ich glaube, von einem Kabel lassen wir uns eh nicht stören. So, da. Ich habe euch meinen Gastgeberinnencode wieder hergeschrieben. Für im Juni gibt es einen neuen. Genau, ich habe der Daniela auch Bastelkit geschickt. Bastelkit hat so ausgeschaut, mit einem Pickerl nur drauf. Und hallo Denise. Jetzt zeige ich euch einmal, was ich einpackt habe. Generell ist in jedem Bastelkit dasselbe drin, von den Farben variiert es ein bisschen. Das heißt, es ist ein Sackerl drin mit Kegeln und einem Würfel. Es sind drei halbe Bögen Designerpapier drin. Wie gesagt, da kann es ein bisschen variieren vom Design her, wobei ich geschaut habe, dass es relativ ausgewogen ist. Das ist ja das tolle Papier, das hinten schwarz-weiß ist. Von dem habe ich langsam sprechen, Karina. Von dem her habe ich mir gedacht, wer mit bunt jetzt so gar nichts anfangen kann, nimmt einfach die Seiten und dann wird sicher auch was Nettes. Dann habe ich einpackt jeweils einen Bogen, entweder in Flamingo-Rot oder in Aquamarin. Und dazu zwei halbe Bögen, nur mal einen Flamingo-Roten und einen halben in Aquamarin. Das kann ein bisschen variieren, wie gesagt. Und dann ist noch so ein kleines Kuvert dabei. Da habe ich ein paar selber Bastel dabei gehabt. Jetzt habe ich da einfach unsere 3x3 Kuvert genommen. Und da ist nur ein bisschen Kleinkram drinnen. Ein bisschen viel Kleinkram, aber das werden wir halt alles verbasteln. Das heißt, wir werden halt nicht viel stempeln, wir werden tatsächlich viel schneiden, falzen und kleben. Wollt sehen, was ich mit euch vorhab? Dann zeige ich nämlich mal meinen Prototyp. Jetzt gerade haben wir ja Kaiserwetter, gell? Das soll ja morgen wieder umschlagen. Und was macht man, wenn man Urlaub hat und kein Kaiserwetter hat? Man muss sich anders beschäftigen. Und dafür habe ich mir das da ausgedacht. Die Idee ist aus einem bestimmten Grund entstanden. Also in Wahrheit ist es eine Explosionsbox. Die kennen ja fast alle schon. Hallo Christine, oje, es tut mir leid, gute Besserung. Die Explosionsbox lässt sich so noch aufhalten. Und jetzt erschließt sie auch, warum der Kegel und der Würfel dabei sind. Weil ich nämlich ein kleines Mensch-Ärgerich nicht für euch vorbereitet habe. Und das werden wir halt miteinander basteln. Der Ursprung kommt daher, dass ich ja auch in meinem Hauptjob mittlerweile ein bisschen bekannt bin als die, die fast alles verbastelt. Und ganz liebe Freunde und Kollegen von mir sind dahergekommen mit ganz schönen alten Spielkegeln aus Glas.
und haben gefragt, ob ich das damit anfangen kann. Und da ist so ein bisschen die Idee dazu entstanden. Und dann habe ich zum Werkeln angefangen und habe mir gedacht, das wird was für mein erstes Bastelkit. Und das basteln wir jetzt miteinander, wenn ihr wollt. Heute brauche ich nicht fragen, ob wer dabei ist, weil ich weiß, dass dort und da wer dabei ist. Was wir brauchen, ist unser Schneide- und Falzbrett. Genau, mit Jägere dich nicht zu go. Genau, Gerhard. Ich finde, es ist eine recht nette Reisegröße. Es ist so 7x7x7. Weshalb wir auch gut mit den A4-Farbkartonen zusammenkommen. Und ich würde sagen, wir starten einfach einmal los. Anfangen tun wir. Jetzt muss ich schauen, dass ich meine Herzen nicht austrage, weil die brauchen wir alle noch. Die sind nämlich abgezählt. Anfangen tun wir mit dem A4-Farbkarton. Und den kürzen wir uns an der langen Seite mal bei 21. Und dann fällt mir bei 7 und bei 14. Dann drehe ich das Ganze um 90 Grad und fällt es nur mal bei 7 und bei 14. Man könnte ja auch sozusagen die Spielfiguren selber machen, nachdem man aber bei Stampin' Up! Keine ausgestanzten Stempelteile, wie nenne ich es denn, gestempelten Stanzteile so verschicken darf, habe ich mir mit Spielkegeln abgeholfen. Aber wie gesagt, man kann es auch gut selber basteln. Hallo Alexandra. So, jetzt haben wir sozusagen unsere ganzen Falzlinien einmal für den Bodenteil. Dann schieben wir einfach einmal zurück auf 7. Nehmen wieder unsere Schneideklinge und schneiden von unten hoch bis zur ersten Querfalz. Drehen um 90 Grad, legen wieder bei 7 an und machen dasselbe wieder. Und das Ganze machen wir, bis wir ringsherum jeweils rechts unten einen Schnitt statt einer Falzlinie haben. Das heißt, nur mal drehen um 90 Grad, wieder bei 7 anlegen. Und hochschneiden. Und nur einmal dran und dasselbe ein letztes Mal. Die Felia macht auf Chillkröte. Chillkröte ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, nämlich die kleine Chillkröte, die im Stempelset drinnen ist, würde sich perfekt eignen für Spielfiguren. Das nur am Rande. Das ist einmal unser erster Teil, den werden wir jetzt gleich nachfalzen dann. Jetzt heißt es sich entscheiden, soll der Deckel dieselbe Farbe haben oder wollt ihr den Deckel in der anderen Farbe haben? Ich werde mir meinen Deckel jetzt in Aquamarin machen. In Deckel, gell? Heute kommt der Oberösterreicher wieder mal ganz intensiv raus. Da schneide ich mir ein Stück ab in 13,2 mal 13,2. Aber wie gesagt, ihr könnt das auch gern Ton in Ton nehmen. Dann nehmt ihr das andere Stückchen vom halben Farbkarton. Deshalb habe ich euch zwei halbe dazu gepackt. Genau, Mandy, Dückel. Und das schönste Wort auf oberösterreichischem Mundart ist, wenn du Dückeldichtung. Das ist in Hochdeutsch gar nicht so schön. Ah, die Beatrix war heute in Wörs. Und warum hast du dich da nicht gemeldet und einfach bei mir vorbeigeschaut? Ich war halt auch schon mit dem Wels, aber mit dem Fahrradl, kurz einmal schnell. Ist ja nicht so weit, ist ja meine Nachbargemeinde quasi. So, unser 13,2 mal 13,2 Stück fällt mir ringsherum bei 3 cm. Das finde ich super, dass ihr unseren Mundort gut findet, weil dann tue ich mir nicht so schwer.
Wenn ich mir denke, jetzt haut es mir in Oberösterreicher, in Zentraloberösterreicher wieder so richtig aus. Und trotzdem bitte sagen, wenn man was nicht versteht. Ja, Beatrix, bitte gern unbedingt melden. Unseren Deckelteil schneiden wir auch windradförmig ein. Da nehme ich aber jetzt meine Papierschere, weil man bei den kurzen Schnitten mit der Schere trotzdem leichter tut. Da schneide ich jetzt auf der linken Seite, geht rechts aber genauso, das ist einfach eine Gewohnheit. Und ich schneide rechts neben der Falzlinie hoch, schneide mir einen kleinen Keil aus und schräge mir auch die Außenseiten ab. Das wären unsere Klebelaschen. Das machen wir auch rundherum. Bei alle vier Seiten. So rund und weich, so wie ich quasi. Mende das mit Hochdeutsch, brauche ich nicht mehr anfangen, mit dem habe ich ganz am Anfang bei meinen YouTube-Videos angefangen. Und mittlerweile kann ich mir selber gar nicht mehr anhorchen, weil man mir gedacht habe, gruselig. Aber ja, so macht man seine Erfahrungen, gell? Und in Wahrheit, glaube ich, funktioniert das mit Dialekt eh recht gut. So, da. Ich lege mir mein Falzbrill einmal kurz auf Zeiten, wir brauchen es aber gleich wieder, weil ich mir jetzt einmal meine Falzlinien alle nachziehe. Muss ich auf ihn warten, bin ich schnell. Bredel, ja genau. Manchmal muss ich ja selber lachen, wenn Ortsfremde manche Wörter, die wir verwenden, so lustig finden. Ich finde, ja, dieses Gäu ist ja auch so was typisch Oberösterreichisches, gell? Ohne Schreiben geht's, Daniela, ja. Daniela, heute lasse ich ihn ein bisschen schwitzen. Wobei, heute haben alle wahrscheinlich schon ein wenig geschwitzt bei den Temperaturen. Ja, liebe Daniela Burger, heute gibt es Mensch, ärgere dich nicht. Und ab morgen gibt es dann auch wieder Material und Zuschnitte auf dem Blog. Aber ich wollte es ganz bewusst diesmal nicht im Vorfeld hinschreiben, weil ich ja die Bastelkit-Besitzer ein bisschen überraschen wollte. Genau, Felia, gelle. Explosionsbox wisst ihr eh, nicht nur in eine Richtung falzen, sondern das Ganze umdrehen und in die andere Richtung auch gut nachfalzen. Dann schauen wir mal, ob es gut fällt. Und zur Not gehen wir nur mal rundum drüber. Hallo Silvia, bei mir ist man nie zu spät. Ist jederzeit perfekt, wenn du einer kommst. Vor allem diese seitlichen Laschen sollen sich auch gut bewegen, weil wenn wir dann wirklich drauf spülen wollen, soll ich ja das Ganze nicht im Tee stehen, sondern gut unten liegen bleiben, weshalb ich die auch gern immer mehrfach hin und her falze. Das Schöne ist am Schluss, also bevor wir es beklebt haben, am Schluss weiß man dann eben nicht mehr, was vorne und hinten ist eigentlich. Und dann nimmt man einfach irgendeine Seite, weil im besten Fall alle zwei Seiten sich wunderbar bewegen lassen. Oh, Grillen, sehr gut. Habe ich halt auch überlegt, aber mir war es dabei noch zu heiß. Und nachher ist es mir zu spät. Werde ich auf die nächsten Sonnentage verschieben.
Hallo Monika. Heute haben wir wirklich viele Wunderweltmädels da. Gefreut mich. Gefreut mich über jeden, der da ist. Vor allem bei so einem schönen Wetter. Sie mit mir ins Bastelzimmer sitzen, ist ja auch nicht selbstverständlich. So. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Das schaut schon ganz gut aus. Ich würde sagen, wir kleben gleich einmal den Deckel zusammen, damit wir schauen, ob das auch hält. Genau, mache ich das mal mit Flüssigkleber. Das heißt, ich gebe mir auf meine Flügel einen Kleber. Nicht ganz am Rand, aber schon gut zu. Wahrscheinlich quetscht es mir jetzt wieder aus. Ihr könnt sehen, meine Klebefähigkeiten schon zur Genüge. Ja, was habe ich gesagt? Und wenn ich so einen Deckel klebe, dann hilf ich mir meistens mit irgendwelchen Klammerl, Klupperl, damit ich es gut anziehen kann. Und klebe dann einfach mal weiter. Oh, Ophelia, ihr habt schon Gewitter und Regen gehabt. Das kommt bei uns morgen Vormittag. Entweder es kommt viel Kleber oder es kommt keiner. Geht es euch auch so? Ich habe tatsächlich den Vormittag genutzt und habe mein Bike ausgepackt und bin über Umwege nach Wels gefahren. Weil wandern soll es sich ja auszahlen auch. Habe dann trotzdem geschaut, dass ich Mittag wieder da bin, damit meine Brunhilde nicht so lange allein ist. Und habe den Rest des Tages auf meinem Balkon verbracht und ein Buch fertig gelesen. Oh je, Mandy, da braucht man dann ein Amphibienfahrzeug, gell? Das bei nassem Untergrund zum Boot wird. Wobei, so oft haben wir das dann nicht, gell? Danke, Karin, für den Tipp. Aber ich glaube, Botzen gehört bei mir beim Flüssigkleber einfach dazu. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Mittlerweile kann ich ja ganz gut damit. Hat bis aufs erste Mal jetzt eh ganz gut geklappt. Den legen wir mal zur Seite, lassen wir ein bisschen anziehen und dann werden wir mal entscheiden, was für Designerpapier wir wo drauf haben wollen. Klebende Finger, macht nichts. Das lege ich mir auch mal zur Seite. Nachdem ich von den Kegeln her eher blaugrün dominiert bin, ich habe da unterschiedliche Backerl gebackt, werde ich das außen verwenden. Und mir da jetzt einmal Quadrate zuschneiden. Das heißt, in einem ersten Schritt brauche ich 8 Quadrate. In 6,5 mal 6,5. Das heißt, die schneiden wir da mal 2 Längen runter. Ein bisschen ein Restal bleibt. Und damit es ein bisschen flotter geht und nachdem das ja ein Designerpapier ist, das nicht ganz so dick ist, lege ich mir das gleich übereinander und schneide mir die 6,5 jeweils durch 2 durch. Das macht aber ihr so, wie es euch am wohlsten fühlt. Wir haben Zeit.
Na? Ich werde es jetzt wirklich sozusagen Seite für Seite mit euch schneiden und kleben, damit wir kein Durcheinander zusammenbringen. Das heißt, ich schnappe mir als nächstes wieder meine Grundbox und jetzt werden wir mal aufkleben. Ich mag außen sozusagen überall das gleiche Design haben. Man könnte aber auch die eine Laschen, die mir einfällt, in einem anderen Design machen. So wie sie es haben wollt. Ich fange jetzt einmal mit Aufkleben an. Nachdem ich ja da einen Verlauf habe, sozusagen, schaue ich immer, dass die zwei, die nebeneinander sind, in dieselbe Richtung schauen und da werde ich dann drehen. Wenn die sind wir nicht alle ein bisschen lang. Das ist ja so ein bisschen auch der Teil vom Basteln, dieses genaue Arbeiten. Und da hat jeder so seine Eigenheiten, glaube ich, wo er besonders genau drauf schaut. Aber ich finde, ein bisschen Monk sein schaut ja gar nicht. Denise, es gibt eine Fernsehserie über einen Inspektor, der heißt Monk, der in Wahrheit ganz viele Zwangsstörungen hat. Und daher kommt es, dass man sagt, man ist ein bisschen Monk. Aber ich weiß zum Beispiel nicht mehr, wie der Mr. Monk mit Vornamen geheißen hat. Ich habe mir das auch nie gern angeschaut. Und trotzdem identifiziere ich mich ein bisschen mit ihm. Adrian, Adrian. Seid ihr gern Monk-Schauer gewesen? Ich bin ja da tatsächlich eher Fraktion Columbo, weil ich es allein cool finde, dass man einen Hund haben kann, der Hund heißt. Oh, wir haben tatsächlich Monk-Liebhaber. Ja, die Karin ist Fraktion Columbo, das gefällt mir. Ja, Silvia, generell finde ich es auch gut, dass sozusagen Menschen mit Zwangsneurosen oder ähnliche Erkrankungen am Platz kriegen, wo es sozusagen normal sein dürfen und so sein dürfen, wie es sind, finde ich auch ganz gut und wichtig. Aber Monk war einfach nicht meine Serie. Aber generell der Auftrag, sage ich jetzt einmal, den finde ich auch großartig. Aber das haben wir ja Gott sei Dank mittlerweile immer mehr. CSI, die Phase habe ich einmal gehabt. Aber da bin ich dann tatsächlich mittlerweile mehr Fraktion Bones, wobei Bücher nur besser sind wie die Serie.
die Kathleen ist teamgerichtsmedizinisch. Dann wird da sicher der Michael Zokosch was sagen. Der hat übrigens einen Insta-Account, der ziemlich spannend ist, aber man muss einen guten Morgen haben. Na, Denise hat definitiv nichts mit Österreich zu tun, hat mit Fernsehserien zu tun. So, da, Außenbereich ist in meinem Fall fertig. Mittlerweile müssen wir die klar angezogen sein. Dann probieren wir mal, ob das gut zusammenpasst. Na, da müssen wir noch ein wenig nachziehen, siehst du schon. Das werden wir nachher sowieso noch müssen, weil wir ja ein paar Schichten aufbauen. Ne? Und von dem her wird das Ganze ein bisschen mehr Dicke kriegen und dann müssen wir nochmal nachfalten, beziehungsweise kann man die Ränder ein bisschen nachschneiden, damit das Ganze Platz hat. Deckel passt, ist knapp, aber geht sich aus. Perfekt. Wie schaut es bei euch aus? Ja, Daniela, manchmal ist es auch genug mit Romantik. Manchmal darf man das reale Leben geben. Daniela klebt noch. Dann lassen wir es ein bisschen kleben. Da kann man es jetzt ein bisschen sehen, dass die Ecken ein bisschen aufbirgt. Wenn ihr das nicht haben wollt, einfach ganz zart mit einer Schere nachschneiden, dann hat das auch gut ineinander Platz. Jetzt habe ich da mein Linkshänderproblem, dass ich in der falschen Seite schneide, wie ich schaue. Ja, ich mache es das schöner und besser. Da geht es wirklich darum, dass man so ein Mühlchen wegschneidet, dass sich das Ganze bewegen kann. Viele, das beruhigt mich, wenn ich nicht die Einzige bin. So. Wie schaut es aus? Schneiden wir die nächsten zu. Der Himmidati. Bei uns ist der Himmelvater, der schimpft. Aber bei uns schimpft er Gott sei Dank noch nicht. Der hat auch noch zu warten, weil mein Balkon noch nicht zusammengeräumt ist. So, als nächstes dürft ihr euch überlegen, wie ihr es innen gestalten wollt. Ich werde es innen sozusagen zweifärbig machen. Und ich werde eine schwarz-weiße Seite dazu nehmen. Ich werde mir in einem ersten Schritt da einmal wieder einen Streifen mit 6,5 oberschneiden. Und einmal vier Quadrate zuschneiden. Dann schneide ich mal
nur mal 2 Quadrate mit 6,5, das heißt, ich schneide mal den zweiten Streifen. Und jetzt mache ich sozusagen dann eine Fleißaufgabe. Ich lege mir die 2 Quadrate mit dem Spitzerl in meine Schneideklingenführung und schneide mir die durch. Und viertelt mal das Ganze. Ich hoffe, das geht mir jetzt auf und ich habe keinen Denkfehler drinnen. Ihr müsst das nicht machen, ihr könnt einfach ein normales Quadrat für die Mitten zuschneiden. Nur ich möchte gern. Ein Muster in der Mitte zusammenbringen. Das heißt, das mache ich mal mit dem zweiten A. Und habe jetzt sozusagen, jetzt muss ich mir die richtigen suchen, 4 Dreiecke, die in der Mitte zusammenrennen. Und damit die anderen 4 nicht verschwendet sind, werde ich die für den Deckel verwenden und habe dann sozusagen auch nochmal ein spezielles Muster. Das ist dann so wie da herum. Die Mandy ist kein Freund vom Gewitter, ich schau, ich liebe Gewitter. Aber das habe ich als Kind schon gern gehabt. Für meine 4 Außenecken brauche ich dann noch die nächste Farbe. Da schneide ich mir einen Streifen in 6,5. Und schneide mir einfach meine 4 Quadrate zu. Bei mir wird es blumig an die Ecken. Einmal werden wir es nur brauchen, Schneidebrett für unseren Deckel oder wir dürfen es wieder zur Seite, Schneidbredel. So, da schon wieder so, da gell? Ich klebe mir jetzt meine schwarz-weißen Dinger so, dass die Streifen nach innen gehen, weil ich ja in der Mitte dann da mit den Streifen auch zusammenkommen mag. Das wird sich wahrscheinlich dort und da nicht ganz genau ausgehen, aber in Summe mag ich einfach, dass die Streifen sich sozusagen in der Mitte treffen. Beatrix, das war bei uns auch so. Und das Schönste finde ich, waren immer trockene Gewitter, wo es wirklich nur blitzt und donnert hat, aber nicht geregnet. Aber das ist natürlich auch die gefährlichste Variante, gell? Genau, und meine Blümchen. Wie gehen wir dann in die Seiten eine? Wie geht's meine Mitbastlerinnen? Seid ihr nur dabei? Sehr gut, Daniela ist dabei.
Das ist ja gar nicht so einfach, gell? Schreiben und kleben. Aber unser Daniela ist ja Multitasking. Denise, ich habe mir von einer zweiten Farbe 6 Quadrate zugeschnitten. Da habe ich eins mit Linienverlauf genommen und habe mir dann 2 von den 6 Quadrate jeweils diagonal durchgeschnitten und so zusammengebaut, dass einmal die Linien nach innen gingen und einmal, halt, einmal die Linien sozusagen in sich Vierecke bilden. Das brauchen wir dann für den Deckel. Das heißt, du brauchst sozusagen von jedem durchgeschnittenen Quadrat 2 Teile und legst das dann so zusammen, dass so ineinander passen. Oder du klebst ganz normal ein normales 6,5 mal 6,5 Quadrat in die Mitte, geht genauso. Beide Seiten sehen sofort. Ich klebe das nochmal schnell fest und dann drehe ich um. Das ist gerade meine Innenseite. Auf der Außenseite haben wir mit einem Designerpapier sozusagen rundum geklebt, nachdem meins einen Verlauf hat. Habe ich immer die zwei Seiten gleich geklebt, die ich dann einklappe und dann jeweils Draht. Und auf der Innenseite habe ich jetzt auf die Mittelteile ein Designerpapier mit einem Streifenverlauf geklebt und habe mir meine diagonal zugeschnittenen Teile so zusammensortiert, dass die Streifen längs in der Mitte sozusagen zusammenkommen und die klebe ich mir jetzt in der Mitte auf. Daniela, jetzt habe ich gerade gesagt, sie sind Multitasking. Da fange ich einfach bei einem an und schaue, dass ich zum Rand möglichst den Abstand habe wie auf die anderen auch. Und füge mir dann direkt die Teile zusammen. Beim Deckel machen wir es ein bisschen anders, weil ich da noch eine Mattung drunter legen werde. Und nur mal in der Mitte, das muss nicht sein, das ist einfach, da kommt mein Mankführer, wo ich mir denke, das muss ich irgendwie zusammenrennen. Das letzte Klima noch einer. Und damit sie unsere Außenteile ein bisschen abheben, da wo dann die Spülmandel sozusagen ihren Stall haben, kleben wir da das Designerpapier mit der anderen Musterung auf. Das heißt, bei mir wird es blumig.
Ich habe mir übrigens überlegt, ob ich dieses Bastelkit zukünftig auch öfter anbieten soll. Und ich habe mir gedacht, vielleicht mag ja der ein oder andere auch mitbasteln und sich überraschen lassen. Und von dem her habe ich mir gedacht, vielleicht könnte ich das ja auch zu einem fairen Preis anbieten. Und wer mag, kann auch das Bastelkit allein bestellen. Was hältst du denn da davon? War das was, wo Interesse besteht? Also es wird jetzt nicht jedes Mal, Mensch, ärgere dich nicht sein, aber irgendein Bastelkit einfach, das man über einen gewissen Zeitraum bestellen kann, wo es dann einen fixen Basteltag gibt, sozusagen einen Live-Bastel-Freitag, wo man das miteinander macht. Also wenn es für sowas zum Haben satz, dann werde ich mir da wieder was überlegen und euch demnächst Bescheid geben, wie das dann laufen wird. Möchte nur ein, zwei Termine abwarten, wo ich noch was klären muss vorher. Aber wenn Interesse besteht, mache ich das. Super, Beatrix, freut mich. Genau, Felia, dann ist aus mit Chillen, dann wird mitbastelt. Aber das machen wir eben maximal für einmal im Monat sozusagen. Und die anderen Mal darfst du ja immer nur zuschauen. Oder nur zuschauen sozusagen. Na, dann werden wir sowas ins Leben rufen, wenn das gut ankommt. Ja, Karin, dann werde ich halt vor mich hin plappern in der Hoffnung, dass mir wer zuhört. Irgendwas fällt mir schon ein. Und so stumm, glaube ich, ist er trotzdem nicht. Absolut, Daniela, da haben Sie vollkommen recht. Weil wenn man dann gleich seine SU-Wünsche mitbestellt, dann geht es in einmal schicken. Absolut richtig. Wie schaut es aus mit meinen Kleberinnen? Darf ich schon weiterkleben? Ich habe ja in jedes Bastelkit die Farben ein bisschen auf die Kegel abgestimmt. In meinem Fall ist es Pazifik, Blau, Grüner Apfel, Schwarz und Schiefergrau. Passend zu meinen Kegeln. Und als nächstes müssen wir uns überlegen, wo sozusagen was platziert ist. Das heißt, wenn ich da mit dem Blau anfange, werde ich das Grün gegenübersetzen. Und das Grau da und das Schwarz da zum Beispiel. Weil jetzt geht es ans Eingemachte beim Kleben. Ah, Karin, das gefreut mich, wenn es dir gefällt. Sehr schön. Es wird noch viel schöner, wenn es dann fertig ist. Kann ich ja das nochmal aufmachen, das Anschauungsobjekt. Jetzt müssen wir nämlich möglichst gerade kleben. Da habe ich noch andere Etiketten verwendet, aber ich finde sie mit Kreise fast schöner. Von dem her habe ich in die Bastelkits Kreise eine da. Das heißt, in dem nächsten Schritt klebe ich mir als erstes einmal meinen Stall auf. Yvonne, die Herzen habe ich mit einer alten Handstanze von Stampin' Up! Ausgestanzt, um mein Gewissen zu beruhigen. Weil man ja, wie gesagt, aktuelle Sachen nicht ausgestanzt verschicken dürfen. Ich kann aber gleich sagen, was das für eine Stanze ist. Momentan. Da haben wir mal so ein Vierer-Set gehabt. Ich glaube, es ist vor 2 Jahren gewesen oder vor 1,5 Jahren. Wenn ihr Glück habt, findet ihr es auch noch in der Ausverkaufsecke. Das war die Schneeflocke, die Fledermaus, das Herz und das Herbstblatt. Voriges Jahr im Herbst-Mini-Katalog haben wir die Dreier gehabt. Die da. Und die haben wir das Jahr vorher gehabt. Vor kurzem hat es nur in der Ausverkaufsecke gegeben. Ob es es jetzt noch gibt, weiß ich nicht. Und da hab ich Herzerl ausgestanzt. Den ganzen Abend lang nur Herzerl gestanzt. Ah, Daniela, gut zu wissen. Ich habe mir eh gedacht, das ist so ein bisschen eine Grauzone. Ich habe gewusst, ich darf nichts
Bestempeltes ausgestanzt zu verschicken, weil sonst hätten wir uns unsere Kegel auch selber gemacht. Aber so bin ich dann schon wieder auf der sicheren Seite. Das beruhigt mich. Habe ich extra eine ausgelaufene Stanze genommen. Hätte ich gar nicht gebraucht. Das ist, weil ich so regelkonform bin. Bitte, Yvonne. So, mein dritten Kreis. Da natürlich schauen, dass wir auch nicht zu weit an den Rand kommen, weil das druckt es uns dann raus. Dann bleiben uns möchte die Kegel kleben, war auch nichts. Dann können wir nicht aus dem Stall raus, dann können wir Sechser würfeln, was wir wollen. Schau aber, dass es ein bisschen diagonal kommt. Aber das macht es, wie es euch am besten gefällt. Und jetzt müssen wir dann natürlich schauen, dass wir die richtigen Spielsteine, nein, nicht Steine, Spielflächen zum richtigen. Wobei, das ist ja gar nicht der Stall, oder? Das ist das Haus, wo man ausruckt. Der Stall kommt ja da einer. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir das richtig zuordnen. Das heißt, wenn ich da mein Schwarz habe, gehört da der schwarze Stall her. Ah, super, die Karin hat nachgeschaut. Vielen Dank. Das heißt, ich suche mir mal meine schwarzen Herzerlasser. Das müssen. Nein, sei, obwohl wir nur 5 brauchen. Oder 8 sei. Also 5 brauchen wir davon. Lieber ein paar Mal mehr als zu wenig. Und dann haben alle, die den A4-Farbkarton in Flamingo-Rosa drinnen gehabt haben, aquamarinfarbene Herzerl dabei. Und alle, die aquamarinfarbenen A4-Karton gehabt haben, haben Flamingo-Herzerl dabei. Mit denen werden wir sozusagen unsere Spielsteine da aufkleben. Ja, cool, Mandy. Voll super. Ich lege mir es ganz gerne am Anfang auf, damit ich ein bisschen eine Richtung habe, wo ich hin muss. So. Dann brauchen wir über da in der Ecke noch eins. Das kann man sich wieder ein wenig diagonal ausrichten. Und der Stall kehrt dann in die Mitte. Und ich würde mir es wirklich Seite für Seite jetzt aufkleben, damit es da kein Durcheinander gibt. Und damit man es möglichst gleichmäßig aufklebt kriegt. Das heißt, damit fange ich jetzt einmal an. Hallo Conny! Ich habe meine Linkshänderkarte von letzter Woche übrigens auch gestern verschenkt. An eine Linkshänderin nebenbei. Die hat sich auch recht gefreut. Da habe ich die Box noch dazu gebastelt. Ist recht gut angekommen. Bitte gerne, Daniela. Absolut, Beatrix, da ist das Streifenmuster mehr als hilfreich. Wobei das ja nicht ganz gerade ist. Aber ja, Orientierung ist es auf jeden Fall. Und wenn einmal was nicht ganz gerade ist, dann macht es auch nichts, weil es ist ja handgemacht. Darf man auch sägen, oder?
Stimmt, Mandy. Alles, was nicht ganz gerade ist, sollte man vielleicht mehr verbasteln, damit wir uns ein bisschen an schief gewöhnen können. So, und dann ein bisschen ausrichten. Und dann kleben wir das vierte eine. Das wird jetzt viel Klebearbeit. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgenommen und ich hoffe, mein Akku hält. Sonst muss ich mir noch irgendwo ein Kabel organisieren. Aber dabei schaut es ganz gut aus. Das Gute ist ja, dass wir außen nicht mehr wirklich viel zum Kleben haben. Den Deckel nur ein bisschen ausdekorieren. Entspannungsübung, Mandy. Pass auf, Bendy, nächstes Mal schicke ich da auch ein Bastelkit, dann hast du mitbasteln und immer entspannen. Conny, Mensch, ärgere dich nicht, bastel mal. Zum Mitnehmer für Regentage im Urlaub. In 7x7x7. So, eine Seiten habe ich schon fast fertig. Daniel ist in der Schwitzhütte. So schlimm ist es aber auch nicht. Ich klebe extra langsam. Wellness-Stempeln im Wellness-Tempel, ja. Wirklich, Silvia, kannst du dich über solche Spiele so ärgern? Also ich habe ja ein absolutes No-Go-Spiel. Das liegt aber nicht daran, dass mich ich so ärgert, sondern dass mein Brüderchen, mein Bruderbär, da so einen Ehrgeiz hat, dass der oft so grantig wird und deshalb mag ich es nicht spielen und das ist Siedler von Catan. Ich weiß, deswegen voll viele Leute voll gern, aber ich mag es nicht spielen. War aber immer schon so. So, da gehören die Blauen einer. Das heißt, ich werde mich da oben gleich weiter präparieren. Oder mal das Eck kleiner. Bei mir kommt es immer ein bisschen darauf an, mit wem ich spiele, ob ich wen rausschmeißen mag oder nicht. Wenn man weiß, man spielt mit wem, für den das nicht schön ist und nicht gut ist, dann macht man es natürlich nicht so gerne. Es gibt schon Leute, wo es richtig Spaß macht. Und ich finde es auch mit Kindern ganz gut und gescheit. Vor allem auch so ein bisschen lernen, dass man nicht immer gewinnen kann. Dass man auch mal fliegt. Weil sie selber oft die riesige diebische Freude haben, wenn sie ihn rausschmeißen können. Von dem her ist auch rausschmeißen manchmal ganz nett. Und gewinnen natürlich auch.
So, ich habe jetzt einfach sozusagen meine Mitte mal fertig präpariert. Dann laufe ich weniger Gefahr, dass ich wo was falsch aufklebe, weil wir schon mal an Farbkleck sozusagen zur Erinnerung da haben. Dann fangen wir unten wieder an. Maja Ophelia, das glaube ich, mit ein paar nette Stempelabdrücke, da kann man sicher ein tolles Memory auch basteln. Ah, Kathleen spielt auch gern Rommel. Spiele ich auch gern. Wobei ich es total schwierig finde, mit Leuten spielen, mit denen man sonst nicht spielt, weil es gerade beim Rommel gefühlt 1000 verschiedene Spielvarianten gibt. Da muss man sich immer erst einigen auf eine Variante. Und ich muss mir jetzt outen, es gibt ja nur ein Kinderspiel, das ich voll gern spiele. Ich spiele total gern Skippo. Und das über Stunden. So, meine Basis steht schon wieder mal. Können wir wieder ausrichten. Meine Grünlinge. Ah, die Daniela spielt auch Skippo. Spannend. Yvonne spielt auch Skippo. Karin auch. Ja, vielleicht sollte man mal Skippo-Runde spielen. Jetzt habe ich springende Herzen. Keins bleibt mehr, wo es sein soll. Ah, Beatrix, das schauen wir sicher an. Sicher auch schön worden. Ja, Silvia, Phase 10 spiel ich auch oder Phase 10 Master spiel ich auch total gern. Das ist was, wo mich ärgern kann, was nicht und nicht funktionieren will. Oder wenn ich weiß, alles, was ich jetzt weg habe, hilft mein Gegenüber. Das ist für mich so ein bisschen nervenaufreibend, aber ich spiele es auch gern. Falls was grunzen hört, der Bruno ist mir gerade wieder besuchen gekommen. Der Strom hat gerade ein bisschen durch die Wohnung. Der ist zum Beispiel recht froh, dass es jetzt am Abend abkühlt. So gesehen passt er ja diesbezüglich gar nicht zu mir, auch wenn es sonst mein perfekter Hund ist. Aber was Wetter angeht, sind wir ganz unterschiedlich. Auf der anderen Seite, wenn es schier ist, geht er auch nicht raus. Von dem her müsste immer Frühling und Herbst sein beim Bruno. Ja, am Ende jetzt schnarcht er weniger, sondern er grunzt, weil er manchmal vergisst, dass er ein Hund ist. Ah, okay, Silvia. Muss man sich einen Spielkreis suchen oder organisieren? Ich glaube, dass es total viele Leute gibt, die gern spielen und eventuell keine Mitspieler haben. Da müsste man sich einfach sozusagen ein bisschen zusammenreden. Aber gut, dann gibt es zumindest einmal ein Tablet. Ne? Bis soll es gar nicht spielen. Halma kenne kann ich aber nicht wirklich.
Ich glaube, dass die Jugend von heute auch noch durchaus Gesellschaftsspiele spielt. Oder ja, Brettspiele sind ein bisschen anders worden vielleicht, aber die Klassiker werden trotzdem noch gespielt, glaube ich. Oh, wow. Mit Spielgeld nach Disneyland. Da müsst ihr mal fleißig gespielt haben. Ja, Karin, du hast sicher recht. Mühle haben wir auch viel gespielt. So, die erste Hälfte ist schon geschafft. Wie geht's meine Bastlerinnen? Gefreut's euch noch? Ah ja, 2, 3 Jahre, das geht dann, Karin, gell? Leben ist mein Leben, dann rennt's wunderbar. Die Mandy freut sich auch noch. Wenn es Zuschauen noch nicht langweilig wird, dann glaube ich, ist es okay. So, meine Grauen brauche ich jetzt. Ich finde ja so, ein Mini-Mensch ärgere dich nicht selber gemacht, ist ja ein total nettes Mitbringsel. Jetzt, wo man sich ja wieder ein bisschen mehr besuchen kann gegenseitig. Und wenn man vielleicht eh Freunde oder Familie hat, die gern spielen, dann glaube ich, kommt sowas recht gut an. Hoffe ich halt. Christine schwitzt schon beim Zuschauen. Okay. Aber es ist halb so wild. Es ist halt viel, viel Klagleberei, aber am Ende freut man sich. Ja, Yvonne, du hast ja so eine kleine Bastelfee, mit der geht es sicher auch gut, stimmt. Danke viel, ja, freut mich. So, da, letzte Seite. Die übrigen Herzerl darfst du dann als Konfetti verwenden. Oder am Deckel kleben, war eine Möglichkeit. Jetzt habe ich den. Na, fangen wir da. Passt eh. Jetzt habe ich schon geglaubt, ich habe den falschen Ding beklebt. Und jetzt kriege ich das letzte ganz schief hin. Aber es passt doch. Genau, Silvia, das ist perfekt. Wenn man da viele Hände hat, die helfen können. Man braucht übrigens 36 Herzerl, in dem Fall in Aquamarin. Und dann pro Farbe, wie gesagt, jeweils 5. Und von den 5 kann man ja 4 schauen.
aus dem Kreis ausstanzen. Das kann man übrigens auch anders lösen und mir hat das ganz gut gefallen. Schon langsam wird es bei mir herinnen auch Schwitzhütte. Aber ich schiebe das einfach mal auf die Ringleuchte da oben. Die ist einfach viel zu nah und demnach wird es viel zu warm. Oh, Daniela ist schon fertig. Das heißt, ich darf mein Gas geben. Oder Daniela schreibt dazwischen ein bisschen im Chat. Und ich konzentriere mich aufs Kleben. Ah, Gerda, freut mich voll. Letztes Herz in Aquamarin. Ja, viele Herz groß dürfen es halt nicht werden. Oder die ganze Box größer machen. Wenn man es auf 10x10 macht. Dann kann man auch größere Spielfiguren machen. Ich habe mir schon gedacht, ich mache sowas nur mal in Maritim und lasse dann die kleinen Segelboote fahren. Absolut, Gerhard, da kann man sich voll austoben, ja. Man kann auf die persönlichen Geschmäcker vom Beschenkten eingehen, schauen, was für den gut passen kann. Da gibt es sicher ganz viele Möglichkeiten. Fertig! So, da. Restherzerl zur Seite. Jetzt werden wir uns noch um den Deckel kümmern. Das lassen wir jetzt ein bisschen anziehen. Für den Deckel müssen wir uns noch ein bisschen was zuschneiden. Wie gesagt, ich nehme jetzt meine zweiten diagonal geschnittenen Dinger. Die habe ich gesagt, klebe ich auf eine erste Mattung. Das heißt, ich nehme wieder mein Schneide- und Falzbrett. Schauen wir, dass wir da nichts verschieben. Nachdem mein Deckel aquamarinfarbig ist, nehme ich wieder den Farbkarton in Flamingo Rosa und schneide mir ein Stück in 6,8 x 6,8 zu. Das heißt, das schneide ich mir da mal runter. Und dann brauche ich für meine Seitenteile auch noch Mattungen, weil das soll ja dann halbwegs gleich ausschauen. Da bleibe ich bei meinen 6,8 Streifen und schneide mir noch ein Stück in 2,6 cm runter. Viermal. Vier. Und für meine Seitenteile brauche ich noch ein Designerpapier. Da nehme ich wieder das mit den Streifen, damit es zum Rest passt. Und da brauche ich eine Höhe von 2,5. Schauen wir mal, wie hoch das ist. Das geht sich nicht mehr aus. Also 6,5 lang, 2,5 hoch. Aber generell ist Gmur im Bastelkit drinnen. Habe jetzt gesagt 2,5? Na, Blödsinn. 2,6 habe ich ja geschnitten. Also Stopp mit Schneiden vorher noch. 6,5 stimmt. Da messen wir jetzt sicherheitshalber nochmal nach. 2 cm.
Dann hätte ich doch den anderen Streifen auch nehmen können. Egal. 2 cm mal 6,5, 4 mal. Das mal. Und das klebe ich mir jetzt zusammen. Ihr seht, wir kommen aus dem Kleben nicht raus. Nein, wir sind gleich fertig mit Kleben. Was habe ich denn da geschnitten? Sechs Komma acht. 7,8. Ihr seht, auch ich verschneide mich regelmäßig. Aber kleiner schneiden geht ja noch. Größer schneiden ist aber ein Bläder. So, dann klebe ich mir meine Dreieckerl wieder auf. Denise, wie schaut es aus? Ist nur dabei? Oh, ihr dürft schon Spielfiguren kreieren. Bitte, kann ich gerne. Super, sehr gut. Freut mich. Dann schauen wir, dass wir weiter dann. Beim Deckel fühlt, ah, das ist schief. Naja, das wird jetzt nicht ganz perfekt. Sehr gut, wenn ein Spielfieber ausbricht, Karin. Das darf eh wieder ein bisschen mehr werden. Nachdem ich jetzt ein bisschen schief geworden bin, muss ich ein bisschen improvisieren. Ihr macht das besser als ich. Ich habe mir gedacht, wenn man zwei Schiffe aufeinander klebt, dann müsste man es natürlich beidseitig sozusagen einmal negativ stempeln und einmal positiv. Und dazwischen ein Hagerl einklebt und das dann auf 1 oder 2 Cent Münzen klebt, müsste das wunderbar gehen. Mit Spielfiguren basteln. Das werde ich die nächsten Tage mal probieren und euch berichten. Wer mag, kann sich natürlich nur ein Etikett vorbereiten, das man dann oben drauf tut. Ich werde es auch so belassen. Wie gesagt, ich probiere es einmal. Aber da war so ein bisschen die Überlegung, wenn man dachte, wenn man da so Cent oder 2 Cent Münzen drunter klebt, hat man eine gewisse Stabilität, weil sie ein bisschen ein Gewicht haben. Und das müsste dann ganz gut funktionieren. Aber das hätte heute dazu eh nur in den Rahmen gesprengt. Aber wir sehen uns ja noch öfter. Hoffe ich doch. So, mein letztes. Und dann noch auf den Deckel draufkleben.
Ja, das war eine liebe Idee. Mini-Zeitungspapierschifferl. Ja. Und Daniela, schon fertig? So gut wie, das habe ich mir schon gedacht. Wie gesagt, ich werde den Deckel jetzt nicht weiter ausdekorieren. Ich werde ihn jetzt einmal so lassen. Nehmen wir jetzt meinen Spielplan. Falte mir meine Seiten ein. Lege mir einfach mein Sackerl in die Mitte. Und verschließen wir das Ganze mit Deckel. Und habe so ein perfektes Mitbringsel. Und wie ihr seht, ist auch doch nur ein bisschen was an Material übrig. Da dürft ihr euch dann noch ein nettes Kartel dazu basteln oder was auch immer. Aber ich habe extra geschaut, damit es nicht zu knapp wird, dass sich das gut ausgeht. Und das war mein erstes Bastelkit, das ich verschickt habe. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Also, wenn das wirklich gewünscht ist, lasse ich mir da was einfallen für einmal im Monat. Herzen lassen wir noch fliegen. Nicht vergessen, unsere Gastgeberinnenaktion mit 27 Euro extra gilt immer noch, gell? Die geht noch bis 14. Juni und der Ausverkauf rennt auch noch und es ist noch nicht alles weg. Also diesmal ist mit Startschwierigkeiten am Anfang trotzdem erstaunlich gut gegangen, weil es gibt noch relativ viele Produkte. Von dem her, wer noch gern einkaufen mag, aus Österreich gern mit Gastgeberinnencode über meinen Online-Shop. Wer die Aktion nützen mag, bitte ohne Gastgeberinnencode, aber auch gerne im Online-Shop. Aus Deutschland bitte direkt bei mir. Per Mail oder telefonisch. Würde mich freuen, wenn es wieder der ein oder andere sich bei mir bestellen traut. Am Freitag gibt es ein aufgezeichnetes Video. Da wird es auch schnell und einfach wieder geben. Und die Woche drauf glaube ich auch, weil da kann es sein, dass ich nicht da bin, aber da habe ich schon was im Kopf, was ich echt dafür sozusagen kredenzen werde. Wie gesagt, Masse, Zuschnitte wird es im Laufe des morgigen Tages geben. Ansonsten sage ich danke fürs Dabeisein. Am Sonntag bei der Daniela bitte einschalten, die hat ja am Sonntag live statt am Dienstag. Und sonst bis bald. Tschüss, pfiat euch!